Guten Morgen. Leiber himmlischer Vater, im Namen Jesu, komm ich nach dir und ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für diesen neuen Tag, du bist wunderbar, Herr. Ich bete die Leute uns in aller Wahrheit. Herr, halt uns auf dich zu vertrauen, dass einfach alles, was wir tun, sich nach deinem Wort recht, Herr. Leid uns das in Jesu in aller Wahrheit, im Namen Jesu. Amen. Das heißt in Malachi Kapitel 3, Vers 6, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Gott ist der Salzia gestern von da und alle Ewigkeit. Gott ist ein Genedia Gott. Gott ist ein Gott, was heilt. Gott ist ein Gott, was frei macht. Aber Gott ist auch ein Gott, was recht, die, was du am nicht gehörst will. Gott hat nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genauso wie euer Stammvater Jakob und alle eure Vorfahren. Ihr missachtet meine Weisungen. Sie sind euch gleichgültig. Das ist das Problem. Ich glaube, wenn ernst waren, aber weltlich ältest, hätten wir dann in unserer Zeit. Wo der Mensch Gottes weltlich ältest ist. Dort ist das Problem von diesem Tag. Denn eine große Lichtältigkeit über dort, was die Bibel sagt. Über dort, was Gott von uns will. Gott sagt, kehrt um zu mir. Dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Also, man, wie sieht das alte Leben, was von da die meisten Menschen noch Christen? Das gefällt Gott nicht. Gott hat sich nicht geändert. Was ich immer begotze, wird das von da schon da noch so. Wenn es die Menschen immer meine Sünde nicht heute anbringen, das bedeutet nicht, dass Gott damit anverstanden ist. Desto mehr Sünde wir nicht heute anbringen, desto wieder auf, geht Gott von uns. Gott sagt, zieht an, und dann will ich auch weiter an ihn kommen. Dann will ich mich ihn zuwenden, sagt Gott, der Herr. Herr, du setzt die Realitäten, du weißt, dass das so ist. So viel sind, immer mehr sind, bleiben die Menschen kennen sie, aus Christen, Männern sind Schwamme, so viele. Ich bete einfach, dass du uns die Erkenntnis schaffst, dass du der Salzia bist. Du bist noch einmal heilig und du verlangst von uns, dass wir dein Wort gehorchen, dass wir die Leiben, dass wir die Ehre, dass wir die Achte und dass wir nicht die Seite, Herr. Aber du bist so gnädig, wenn wir gesündigt haben und Buße deine. Dann warnst du an, die uns in die Not, Herr. Und dort bete ich dich von da oben. Nur Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.